Am Samstag war im Bildungszentrum des Handwerks Newmi ein besonderer Tag für die angehenden Tischler und Maler. Neben dem Abschluss ihrer Ausbildung gab es für sie noch eine weitere Besonderheit. Also hier stellen tatsächlich Auszubildende im Maler- und im Tischlerhandwerk ihre kreativen Werke aus. Das sind ausgewählte Auszubildende, muss man sagen, die besonders geschickt sind, besondere Fähigkeiten an den Tag legen. Und die Meister, die angehenden Tischlermeister, stellen hier ihre Meisterstücke aus. Unter den Ausstellungsstücken befanden sich eine elegante Weinvitrine, eine innovative Schreibtisch-Eckvariation und eine kunstvoll gestaltete Absinterie. Der Meisterpreis der Ausstellung Meisterhafte Kreation wurde für den Spieltisch Meißen verliehen. Genau, der Spieltisch ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Porzellanmanufaktur Meißen. Gelernt und gebaut habe ich ihn bei der Tischlerei Brendel. Und wir arbeiten schon lange mit der Porzellanmanufaktur zusammen. Dieses Schachbrett gibt es bereits auch schon als Produkt, als Schachbrettbox. Und dieser Tisch ist eine Weiterentwicklung dieses Produktes, um das Produktportfolio der Porzellanmanufaktur einfach um diese Kreation zu erweitern. Also es gibt ein paar Ausstellungen, wo das vielleicht hingestellt wird. Es gibt in Dresden den Signature Shop an der Frauenkirche. Da wird es vielleicht ausgestellt oder auf der Albrechtsburg. Da kann ich jetzt gerade nichts Genaues zu sagen, aber irgendwo wird man ihn nochmal zu sehen kriegen. Also das ist eine Weinvitrine. Die Besonderheit darin, dass der Korpus aus alten Fassdauben besteht, die 70 Jahre alt sind. Darin wurde mal Rotwein gelagert und das ist gleich die Besonderheit, genau. Also mit dem Stück geht es weiter auf alle Fälle, es kommt zu uns nach Hause. Ich sage immer gerne, es wird ein Familienerbstück werden und da wir so ein bisschen Weinfreunde sind, hat das den richtigen Platz dort. Ich stelle hier mein Gesellenstück, den Billardtisch, aus. Das Besondere an dem ist, dass er abnehmbar ist und man ihn an die Wand hängen kann. Also er praktisch nicht nur als Billardtisch fungiert und auf dem normalen Tisch ein Stern eingearbeitet ist. Also dieses Stück behalte ich auf alle Fälle für mich selber. Es ist, weil es das Gesellenstück ist, für mich auf alle Fälle einen besonderen Wert. Ich habe da viel Zeit rein investiert und auch viel Schweiß und Tränen. Nicht nur die Tischler begeisterten das Publikum. Auch die Arbeiten des Maler- und Lackiererhandwerks zogen zahlreiche Blicke auf sich. Der Kreativkurs ist ein zusätzlicher Kurs für die Maler und Lackierer im dritten Lehrjahr und soll dazu dienen, die Kreativität und den Ablauf eines Projektes innerhalb einer bestimmten Zeit umzusetzen und ihre Kreativität selber dort mit einzubringen. Die Lehrlinge präsentierten unter dem Motto Art Deco dunkle Marmoroptiken und eine faszinierende Glasperlentechnik in Bronze. Ich habe Art Deco, das ist eine Stilepoche von 1920 bis 1940. Ich habe eine dunkle Marmoroptik gemacht über meine Hauptfläche, wollte halt viele Sachen probieren und ja, das ist aufgegangen, viele filigrane Sachen mit dem Stuck, mit den Vergoldungstechniken, also vergoldet. Ich bin sehr, sehr happy, muss ich sagen. Also ich habe eigentlich schon so ein bisschen damit gerechnet, weil ich mir wirklich sehr viel Mühe gegeben habe und gehofft, dass ich das gewinne. Und ja, ist ein schönes Gefühl, einfach mal als Sieger vom Platz zu gehen, das ist schon was Schönes. Das Besondere bei mir ist, dass ich zum Beispiel die Frau oder die Feder halt freihand gezeichnet habe, alles, und so meine kreative Ader halt in das ganze Projekt reingesteckt habe. Ich habe versucht, auch ein bisschen Farbe reinzubringen, mal mit so einem Grüntönen zu spielen, mit Gold und so, das fand ich sehr passend und dunkel. Und mit dem goldenen Streifen in der Mitte habe ich ein bisschen so ein Statement gesetzt, finde ich. Und ich dachte, das ist ein bisschen besonders. Ne? Für die frisch ausgebildeten Gesellen und Meister verlief die Ausstellung erfolgreich. Ihre handwerkliche Kreativität können sie nun mit Stolz in ihre berufliche Zukunft mitnehmen.